Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 2015. Und heute habe ich wieder in Holzhausen zwei schöne Fahrzeuge. Und zwar will ich euch den Mod vorstellen, den Volkswagen T2 Bulli. Ja, guckt euch den mal an. Und es ist ein wirklich geiler Mod. Und ja, man kann eine ganze Menge mit diesem Fahrzeug machen. Ihr seht schon, CB 333. Ja, das ist Maximus. Also, ihr könnt sogar das Kennzeichen vom Fahrzeug ändern und ja, wir steigen einfach mal in diesen Wagen ein und dann sieht man eine ganze Menge Möglichkeiten, die man machen kann, und zwar mit den Alt-Tasten, ja? Ja, mit Alt 1 kann ich halt links blinken oder mit 2 kann ich, ja, warm blink, rechts, und mit der 4 kann ich sogar die Klappen öffnen. Super, oder? Hinten die Klappe öffnen. Mit 6 mache ich hier hinten das Licht an. Ja, da bricht ein bisschen die FPS-Zahlen ein. Ich weiß nicht, warum es beim Licht immer so kritisch ist. Dann die Türen öffnen. Da gehen wir mal ein bisschen näher an das Fahrzeug. Wir steigen nochmal aus und können nochmal ein bisschen so reinlunschen. Ja, sieht denn nicht schön aus mit diesen ganzen Stoffsitzen hier? Das hat sowas Oldschool-mäßiges. Ja, was kann ich noch machen? Die hintere Klappe. Und dann können wir unseren kleinen 30 PS starken Motor mal angucken. Wir machen mal die Klappe wieder zu und die andere Tür auf. Ja, das sind die Möglichkeiten. Also es lässt sich alles so öffnen. Wieder Türen zu. Und mit Z könnt ihr das Nummernschild ändern. Ja, das ist ein schönes Feature, finde ich. Und da mache ich wieder ganz normal CB. Ah, komm. CB. Nee, wir können SPN machen. Für Spree-Neiße. Ändern wir das mal ganz schnell. Und los, jetzt können wir noch schnell das N machen. Und hier werden wir mal nix machen. Hier auch nix. Und dann dreimal die 3, weil ihr wisst ja, Maximus steht ja auf die Zahl 333. Ja. Nee, ist andersrum. War doch schneller. Und dann bestätigen wir das einfach. Und dann haben wir das Kennzeichen hier vorne. Wenn man es einmal geändert hat, dann bleibt es auch so. Des Weiteren habe ich mir noch so ein kleines Schildchen geholt. Hier. Das sollte man irgendwie auch ändern können. Aber so richtig weiß ich selber nicht, wie ich das gemacht habe. Und ja, wir werden mal eine kleine Tour mit dem machen. Und gehen mal in die Cockpit-Perspektive. Und da sehen wir, guck mal hier, sogar die Chromleiste ein bisschen verspiegelt. Die Spiegel gehen auch. Muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Also der Mod ist einwandfrei. Tachoanzeige geht. Ja, richtig schön oldschool-mäßig. Aber die Fahrphysik, die ist natürlich in diesem Spiel ja nicht so berauschend. Ja, oh, zu schnell eingelenkt und dann geht die Karre rechts, links. Also nicht so toll. Und guckt euch mal das Radio an. Auch die kleinen Gimmicks hier mit dem VW-Zeichen. Einfach nur herrlich. Muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Ein schöner Mod. Wir werden den jetzt mal. Oh! Auch die Ladefläche. Ja, das Einzige, was ist, wenn man hier halt durch Gräser etc. fährt, dann, ja. Ist ja bekannt, ne? Dann backt das halt alles so ein bisschen durch. Hier sind die Schilder nochmal. Habe ich sie auch nochmal zum Anfang reingestellt, dass die Leute wissen, aha, hier ist der Hof von Maximus. Auch der Zaun vom Bulli ist ganz gut umgesetzt worden. Ja. So zweitaktmäßig. Naja, das soll es aber auch gewesen sein mit diesen kleinen Mod-Vorstellungen. Wir fahren den mal wieder hier hin. So, ja, das ist es einfach und ich werde noch ein bisschen weiterspielen. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, welche Fahrzeuge ich vielleicht als nächstes nehmen soll. Ich hole mir noch ein paar Eier. Meine Hühner, die machen ja ordentlich Krach. Ja, es wurde ja schon mal gefragt, gerade hier in Holzhausen, wo finde ich denn die ganzen, oder wenn ich Schafe geholt habe, die Schafe. Ich habe selber noch keine Schafe geholt, also ich weiß gar nicht, wo die jetzt ihr Standpunkt haben. So, mit dem Trecker mal wieder ordentlich zurückfahren. Weil das Feld ist ja nun abgeerntet.
Werde mir dann auch noch mal so ein Silo holen, wo ich das dann ordentlich abliefern kann, alles. Stell den Trecker jetzt einfach mal hier gerade hin. So. Alles klar. Mit diesem Trecker werde ich jetzt die Saat, die Sämaschine holen. Und dann kann er nämlich drüben schon mal anfangen, die nächsten ja, Früchte auszusehen. Aber mir fehlt dann noch eine andere Sache. Wo habe ich denn jetzt die Maschine hingestellt? Weil ich muss ja vorher düngen. Schade, dass Düngen nicht der Computer alleine macht. Hier ist es, die Düngemaschine. So, angehofften. Dann fahren wir mal zum großen Feld. Ich werde sogar die Felder dann irgendwann mal ja, zusammenpacken. Aber solange wie ich hier noch ein paar Fahrzeuge habe, weil es ist ja auch eine ganze Menge Arbeit. Hier hinstellen. Und jetzt werde ich den Mähdrescher mal schnell holen. Den werden wir auch gleich nehmen. Rohr einfahren. So. Das ist auch ganz schön dreckig, ne, der Wagen. Werde ich dann gleich mal sauer machen, ey. Das geht ja gar nicht so. Und dann stellen wir ihn schön in die Garage, dass er da halt ordentlich vor Wind und Wetter geschützt ist. Oh, komme ich da überhaupt durch? Ja, komm mal durch. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr mehr vom Landwirtschaftssimulator sehen wollt. Ich werde das mal so machen. Ach nee, scheiße. Wie nehme ich denn das jetzt? Eh einsteigen. Ja. Ja, man braucht eigentlich nur irgendwo hier ranhalten die ganze Zeit. Dann wird das schon irgendwie automatisch sauber. Man braucht hier nicht so rumwedeln und rummähen. Ihr seht schon, wird schon ein bisschen sauberer. Das, erstmal die Maschine ein bisschen sauber machen. Ja. Die werde ich dann irgendwann mal auch verkaufen, weil es dauert doch eine ganze Weile, bis ich die Felder abgeerntet habe, weil die Maschine einfach hier mit dem Mähwerk ein bisschen klein ist. Ja, ein bisschen leiser machen. So. Aber so reicht es erstmal zum Anfang. Bin ja nicht der Oberbauer. Eine andere Sache ist ja, ich habe ja jetzt gehört, die wollen noch so, oh, Entschuldigung, so ein Forstwirt-Simulator rausbringen. Eigentlich braucht man den ja nicht, weil man hat ja dieses Spiel, wo man auch ein bisschen ja, Forstwirtschaft betreiben kann. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, ob man den braucht. Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr davon haltet, ob man sowas vielleicht doch braucht. Oder wenn ja, wenn Interesse besteht, das mal zu sehen. Na, jetzt muss ich mal ein bisschen umdenken hier. So, dann steht er erstmal ordentlich, ne? So, gehen wir mal zurück. Ah, hier, der Trecker sieht richtig geil aus, ne? Das Biest, Deutz. Ja, ich schaue nochmal, ob ich das hinbekomme, den nochmal finde, um euch den Mod dann reinzumachen. Vielleicht werde ich auch mal wirklich so eine Datei machen, wo ihr denn alle Mods findet, die ich hier in diesem Spiel integriert habe. Ich darf es natürlich nicht vergessen. Hier brauche ich auf jeden Fall eine Walze. Ja, da muss ich mal schauen. Ja, gehen wir mal ins Menü. Ach nee, falsches Menü. Ob wir hier sowas finden wie eine Walze, um ja die Sachen halt ein bisschen flach zu kriegen. Tja. Ist es hier vielleicht in der Kategorie? Nee. Ja. Muss ich mir vielleicht noch runterladen? So ein Teil hier ist alles nur noch so solche Sachen. Weil ich fahre ja sonst immer nur mit dem Trecker einfach rüber. Und das war's, ja. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, ich weiß gar nicht, wo sowas ist hier. Keine Ahnung. Also, falls ihr das wisst oder vielleicht einen Mod habt, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Dann werde ich mich mal darum kümmern, solch ein Gerät dran zu kriegen. So, wir werden aber schnell noch das Maisfeld zu Ende ernten. Hier mit diesen schönen Häcksler.
jetzt hier rum. So, ist ja auch ein Mod. Finde ich auch gut gelungen. Habe ich ja euch schon mal gezeigt. So, jetzt fahren wir mal eine Runde und mähen das hier noch schnell ab. Und dann könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, was ich als nächstes so zeigen soll. So, ich muss erstmal das Gerät auswählen. Dann das Rohr ausfahren. Dann anmachen und dann Attacke Hü. Ah, ist das schön, ne? Da kriegt man wieder so richtig Lust an diesem Spiel. Und der Anhänger ist ja auch sowas von dreckig. Das ist wirklich ein schönes Feature, das sie hier reingemacht haben. Ne? Also, klasse. So. Ich brauche auf jeden Fall für die nächsten Felder einen größeren Anhänger, weil der ist ganz schön schnell voll. Ne? Also, da fährt man jetzt wie mal hoch und runter. Und das war's dann. Schön. Ist ja herrlich. Hier mal in die Cockpit-Perspektive. Naja. Spiegel gehen auch. Hier noch so ein kleines Navigationssystem. Oh. Oh, komm her. Alles super, ja. Soll ich mehr hier von der Cockpit-Perspektive zeigen? Oder wie wollt ihr das sehen? So mehr von außen? Ich fahre jetzt einfach mal hier ein bisschen aus der Cockpit-Perspektive. Können wir uns weiter umdrehen? Da sehen wir gar nichts hier, ne? Aber denke ich mal ein bisschen hinten gucken. Aber wir haben ja unser Spiegel, da sehen wir auch ein bisschen was hinten passiert. Mal schauen, ob wir das auch sehen, wenn der Schwenkarm da sich ein bisschen bewegt. Ja, gleich mal gucken hier. Verdammt! Die wollen wir natürlich noch mitnehmen, ne? Komm, 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 komm. Nee, den Schwenkarm sehe ich nicht, wie er da zur Seite geht. Ist ja egal. So, gehen wir wieder nach außen. Und werden nochmal das Gerät auswählen, dass wir genau wissen, aha, wie viel Prozent der jetzt voll ist. Ihr seht schon, ja, das ist gleich 50%. Geht ziemlich schnell. Ja, Holzhausen ist wirklich eine schöne Map. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen mehr Landwirtschaftssimulator zeigen und noch mit den Leuten ein bisschen Multiplayer und dann vielleicht so eine DDR-Map. Vielleicht kommt das irgendwann mal, wenn Holzhausen hier zu Ende ist, dass ich dann wirklich nur DDR-Fahrzeuge zeige und so ein alter Kasimir und ach, ja, halt so eine Sache, ne, wo ich dann quasi so ein bisschen groß geworden bin mit den Geräten. Ja, weil ich weiß, meine Cousins, die haben auf so einem kleinen Dorf gewohnt mit LPG etc. Und das war halt für uns Bengels immer interessant, denn aufs Acker zu gehen und dann die Fahrzeuge anschauen. Und wenn die quasi ihre Stoppel oder abgestoppelt haben, ne, und sind wir mal als Bengels hinterher und die ganzen Ballen, die vorbeigefallen sind, die haben wir dann halt immer aufgesammelt und dann zu Opa und was ich gebracht, dass die halt ihre Viecher füttern können. Ne? Das war für uns halt richtig schön. Ne? Also es hat uns Spaß gemacht. So, ja, ich fahre jetzt einfach mal hier so durch. Ja, muss auch mal sein. Ne? Ist hier so querfeld ein. Ja, bis ein größeres Mähwerk kam, ne? Auf jeden Fall. So. Ah, Wendekreis ist doch ein bisschen groß, ne? Kriegen wir das noch irgendwie jetzt? Kriegen wir das? So, nochmal zurück hier. Und aufgenommen. Ja, schön. Passt. Da haben wir es ja auch gleich geschafft. Naja, wenn da 3, 4 stehen bleiben, ist auch egal, ne? So, dann werden wir das jetzt gleich abliefern und dann reicht es, denke ich mal, auch. Dann werde ich das ja separat für mich dann noch ein bisschen abernten. Da ist es ja schon alles passiert. So, machen wir das Maschine aus. Achso, ich muss erstmal wieder die Maschine auswählen. Naja, ist so. Oh, falscher Knopf. Fahren wir mal schnell.
Ja, der piept schon. Ja, ich weiß, es ist voll. Dabei passt hier noch eine ganze Menge rein, ne? Also, guckt euch mal an. Oh, es ist schön dreckig, ey. Das gefällt mir. Ja. Und da seht ihr schon, das ist schon richtig voll. Ich muss da auf jeden Fall mal schauen, ob ich da irgendwas finde, um die Sachen doch ein bisschen, ja, zu füllen. Naja, ein bisschen ran hier. Oh. So. Alles klar. Gerät auswählen und dann Q abladen. Oh, wieder falscher Knopf, ey. Ah, das ist doch verdammt doch mal. Hey, warum machst du nicht mehr? Ist das vielleicht aus dem Bereich draußen, ne? Ah, fahren wir ein Stück dahinter. So, jetzt können wir abladen. Schön, schön. Ja, sehr dynamisch, ne? Wie sich das alles so hebt. So. Abgeladen. Ja. Dann würde ich an dieser Stelle, ja, das Video beenden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Gerade mit diesen schönen VW Bulli T2. Ist ja wirklich ein schönes Fahrzeug, ne? Ach, herrlich. Ne? Ja, dann würde ich an dieser Stelle wirklich einen Cut machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.